Und damit ein ganz herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Hier ist euer Letzimo. Und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Let's Play OMSI 2. Ja, es ist schon länger her, dass, wie immer, dass ich die letzte Folge hochgeladen habe. Aber ich habe gedacht, es wird mal wieder Zeit. Und ja, habe ich mir gedacht, packst dir mal einen Bus oder eine Karte, wo du gerade Bock drauf hast. Und dann fährst du einfach nochmal und laberst ein bisschen dazu. Joa. Ich habe mich entschieden für den Mercedes-Benz O530 Citaro. In der Euro 2 Variante mit ZF Morphe Patch V5. Ja. Wie ihr schon seht, wir fahren Alheim. Und zwar fahren wir ein bisschen Retro. Und zwar fahren wir nicht Alheim-Laurensbach, sondern wir fahren Alheim V3.1.1. Und wir fahren die Linie, die Kenner wissen es schon, wir fahren die Linie 158 von Siedlung Hohn zum Betriebshof. Ich weiß gerade nicht mehr, wo der ist. Entschuldigung. Ja, so sieht das ganze schöne Ding hier aus. Für die V5 ist das Solaris Urbino Stadtbus Familien Add-on nötig. Aufgrund des VDV Cockpits, beziehungsweise, ja doch. Aufgrund des Cockpits. Das ist nämlich aus dem komplett, also nicht komplett übernommen, aber zum größten Teil übernommen. Ja, ansonsten kann ich sagen, also bei Morphe braucht man eigentlich nichts zu sagen und der Bus ist ja von Altair, den gibt es ja schon seit Ewigkeiten. Also da braucht man nichts zu sagen dazu. So, ich würde sagen, wir starten mal die Elektrik. Ich nehme mal gerade direkt den Fahrplan an. Wir haben es montags. Wir müssen 158. Nee, das ist die falsche. Nee, warte, Moment. Nee, auch falsch. Das ist richtig. 16:31. 15:31. Toll. Vor einer Minute wäre der gefahren. Toll. Tun mal 25. Dann haben wir noch Zeit, um alles einzustellen. Zack. Zack. Das passt, zack. Yep. So, ich würde sagen, wir starten einmal kurz The Engine. Einfach klasse, der Sound. Einfach kann man gar nicht anderes sagen. So, Licht an. Wir können schon das Großlicht anmachen. Automatisches Kneeling. Braucht man Heizung? Ja, doch, komm, machen wir mal an. Was war denn jetzt? War das der? Weiß ich jetzt gerade nicht. Ich kenne mich mit dieser Heizung absolut gar nicht aus, ne? So, da tun wir mal so. Ich glaube, das konnte ich dann machen. Das glaube ich auch. Ich bin mir nicht sicher. Naja, so. Wir öffnen erstmal die Türe. Dann können wir mal eben hier einstellen. Wir fahren. Ach Quatsch. Ja, doch, ist richtig. 1, 2, 3, 4. Sehr einfallsreich. Wir fahren die Linie 158.02. Das ist korrekt. Das passt auch. Holdau, Betriebshof, Siegfriedstraße. Richtig. So. Wollte der Typ ist hier schon doch gerade noch einer. Naja, ist er weg. Dann würde ich sagen, stellen wir das mal ein wenig vor. Wann ging es nochmal los? Um 15:31. Ist er korrekt. Zack. Oh, da will einer mit. So. Ready for the takeoff. Wir fahren los, Abfahrt. Die Straße ist extrem eng hier. Ich weiß nicht, was diese Straße darstellen soll. Hier ist auch 30. Also von daher. Ah, jetzt habe ich natürlich das Wichtigste vergessen. Muss mal kurz anhalten. Der hat einen funktionierenden digitalen Tacho. Auch was komplett Neues in dem Game. Gab es davor tatsächlich noch nicht. Also nicht den hier mit Karte. Oder kenne ich zumindest so nicht. Sondern nur mit Tachoscheibe. Und das in einem C2, was eigentlich relativ unlogisch ist. Weil Tachoscheibe gibt es seit 2008 nicht mehr. Und C2 kam erst später raus. Ja, irgendwie dumm. Naja, weiter geht's. So,
Warum das hier, warum dieses Setup, warum ich hier fahren? Ganz einfach, ich hatte einfach Lust auf Alheim. Und da Alheim in Laurenzbach bei mir nicht funktioniert, zumindest nicht so gut, weil mein PC einfach zu schwach ist, habe ich mich dazu entschieden, einfach nochmal Nostalgie walten zu lassen und einfach nochmal Alheim V3 zu installieren. Und ja, den Bus wollte ich sowieso schon gezeigt haben, auch bevor ich halt irgendwann aufgehört, wieder aufgehört habe. Hat der schon weitergeschaltet? Ja, da. Okay. Was gibt's in der Zwischenzeit Neues? Ja. In der Zwischenzeit ist Köln rausgekommen als Add-on. Werde ich mir nicht kaufen und werde ich auch allen abraten zu kaufen, weil das, was ich gesehen und gehört auch habe, das ist halt einfach Schrott, auf Deutsch gesagt. Genauso wie Mallorca werde ich mir auch niemals kaufen, ist auch Schrott. Und ja. Anderer Grund für die Entscheidung für Alheim V3 war, dass ich mein OMSI komplett neu aufgesetzt habe, schon zum zweiten Mal jetzt, glaube ich, weil es einfach nicht mehr ging anders. Und ja. Hallo. Hallo. Guten Tag. Hallo. Jetzt habe ich sowieso erstmal, ich habe tatsächlich eine Karte installiert, die ich, glaube ich, selber früher, als ich noch kein YouTube gemacht habe, also seitdem gibt es die Karte schon, die bin ich, glaube ich, selber damals nur ein paar Mal gefahren, bin ich nicht lange gefahren, diese Karte, und ich bin gerade am Überlegen, ob ich da die nächste Nostalgie-Serie-Folge draus machen soll. Naja, ich denke, das wäre lustig. Vor allen Dingen, weil man die Karte halt von einer aktuelleren Karte halt kennt, wenn man sich ein bisschen mit OMSI beschäftigt. Huch, sollte ich vielleicht nicht so schnell durchfahren. Auch ein bisschen Überland hier, sehr schön. Da sieht man mal halt den Vergleich, wenn ich die Karte nochmal zeigen würde, das wäre halt ganz schön. Boah, hier sind aber auch Schlaglöcher, ist ja widerlich. Zack. So, einmal hier rum. Ist das jetzt 30er-Zone? Nee, anscheinend nicht. Doch, ab hier. Haha. Jetzt habe ich allerdings, dadurch, dass ich mein OMSI neu installiert habe, ein kleines Problem mit dem 3-Generationen-Add-on. Und zwar habe ich das vorher manuell halt deinstalliert, weil ich das nicht über Steam gekauft habe. Und jetzt kriege ich es nicht mehr installiert, weil mir angezeigt wird, dass es angeblich noch installiert wäre, obwohl es das nicht ist. Das heißt, falls jemand da irgendwie Erfahrung mit haben sollte oder keine Ahnung was, gerne bei mir melden. Ich habe schon im OMSI-Forum nachgefragt, da wusste auch keiner. Die haben mir gesagt, ich soll mich an den Aerosoft-Support wenden. Naja. Vielleicht mache ich das auch irgendwann jetzt demnächst mal. Weil das wäre echt schade, wenn ich das jetzt nicht mehr nutzen könnte, weil das halt wirklich eins der schönsten Add-on in meinen Augen ist. Eins der besten. So, jetzt wird es hier natürlich auch schon ruckelig. Das war aber klar. Das ist halt Alheim, ne? Da ist irgendwo logisch, dass es irgendwann anfängt zu ruckeln. So. Ich weiß gar nicht mehr, ob das die Version der Karte war, wo ich drauf angefangen habe damals, als ich OMSI neu hatte. Also erstmal bin ich natürlich auf Berlin gefahren. Damals hatte ich noch keinen Computer, sondern nur einen Laptop. Das war, ja, das war klasse. Also nicht. mein PC schafft es ja teilweise kaum, die Sachen zu berechnen. Und wenn ich da jetzt mit so einem Laptop sitze, dann könnt ihr euch ja vorstellen, dass das nicht gerade lustig war.
Und ja, dann habe ich dann irgendwann habe ich es dann geschafft. Ich habe die ganze Zeit versucht, natürlich Mods zu installieren, aber ich glaube, in dem Alter, wo ich da war und auch generell muss man sich da ein bisschen einleben erstmal. Und ja, da habe ich dann, ich glaube, bestimmt 3 Monate, 4 Monate habe ich versucht, den Citaro zu installieren, den normalen, ohne Morphe-Pack und alles. Und es hat nicht funktioniert, vorne nicht funktioniert, hinten nicht funktioniert. Und ich habe es nicht gerafft, warum es nicht funktioniert hat. Und dann irgendwann hat es dann endlich funktioniert und ich war dieses Gefühl, das war halt, das war voll krass. Und jetzt denke, jetzt habe ich so einen ganzen Ordner nur voll OMSI-Downloads, also alle Dateien, alle Mods, die ich für OMSI runtergeladen hatte, habe ich an einen Ordner gepackt. Das heißt, wenn ich irgendwo jetzt nochmal was Altes suche, was es auch nicht mehr zu downloaden gibt, kann ich das immer noch da rausziehen, also da öffnen, dann habe ich das halt immer noch. Oder ich habe halt, bevor ich, also das erste Mal, wie ich OMSI das erste Mal neu aufgesetzt habe, habe ich mir einen Backup-Ordner von OMSI gemacht. Also so einen, ne? Ist zwar irgendwie so ein normales Fahrscheinticket, Einzelticket, 2,60, 40 Cent zurück, bitteschön. Ist zwar Speicherplatzverschwendung, aber es lohnt sich einfach übelst. Weil dann teilweise zum Beispiel hier Alheim V3 habe ich installiert, jetzt auf dem frischen OMSI. Habe ich installiert und da fehlten ja dann normalerweise noch Scannery-Objects oder Splines oder was weiß ich, Objekte halt. Und die habe ich dann einfach, die Fehlermeldung habe ich mir anzeigen lassen, habe dann in den Backup-Ordner geguckt und dann war das natürlich alles noch drin, habe mir das dann einfach da rausgezogen und kopiert. Nur die einzelnen Ordner, die auch als Fehlermeldung angezeigt wurden. Hoch, das war was schnell. Dann lief das. Ich glaube, ich habe 3 Ordner nur kopieren müssen und dann war das Ganze eigentlich soweit funktionsfähig. Was mich selbst ein bisschen erstaunt hat, aber im Endeffekt bin ich natürlich froh drüber, ne? Ja. Kollege, fährt die 109, nee, auch 158, okay, das war die andere Richtung. Huch. Ich weiß gar nicht, ob ihr die, aber die diese Version der Karte noch kennt. Da gibt es halt, es gibt viele Linien. Es gibt auch 2 Schnellbuslinien, die ich wahrscheinlich demnächst auch mal fahren möchte. Ich weiß aber noch nicht, ich habe noch nicht so viele Busse wieder installiert, vor allem nicht so viele Gelenkbusse. Das ist ja auch irgendwie, keine Ahnung, gibt es ja jetzt nicht so viele. Also es gibt ja das 3-Generationen-Addon, dann gibt es den O305G. O530, O530, O530G, O530G Facelift. Dann gibt es den Solare Sobino Stadtbusfamilie. Also einmal von denen von Altair. Moment, kurz aufs Ticket hier konzentrieren. So, bitteschön. Hier gibt es von Altair, dann gibt es den also aus dem Pack. Dieses Pack meine ich jetzt so generell. Dann gibt es den MAN aus Bremen. Line City. Dann gibt es den Standard MAN. Dann gibt es das. Boah, jetzt wird aber echt anstrengend hier. Dann gibt es den. Boah, was habe ich jetzt noch vergessen? Natürlich den O530G aus dem Aachen-Add-on und ich glaube auch aus dem Mallorca-Add-on und aus dem Köln-Add-on ja jetzt tatsächlich auch, aber das finde ich halt kloppt. Dann gibt es den C2G aus dem Gladbeck-Add-on, aus dem Rheinhausen-Add-on, das habe ich aber nicht. 3 Generationen funktioniert ja, wie gesagt, nicht so gut. Was gibt es denn noch? Icarus sind ein paar Add-ons jetzt rausgekommen, was relativ interessant ist, auch mal zu fahren. Muss mal gucken, wann und wie und wo. Ach so, und es gibt auch tatsächlich das andere kostenlose Bus-DLC-Pack noch, die Van Hool-Generationen-Reihe. Habe ich natürlich auch schon
getestet. Bitteschön. Und ich denke mal, dass davon auch demnächst mal Videos kommen werden. Ja. Der neueste, glaube ich, hat genau das gleiche Interieur wie der GN2 aus dem 3-Generationen-Addon. Bin ich mir aber gerade nicht so sicher. Ja. So, gibt es hier noch mehr? Den Scania Citywide gibt es natürlich noch. Den GN14. So, noch mehr wüsste ich jetzt gerade nicht. Hallo. Müsste ich jetzt echt überlegen, ob mir noch mehr einfallen würde. Naja, wenn ihr noch irgendwie einen Buswunsch oder einen Mapwunsch habt, könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben. Das nächste Add-on, was ich mir auf jeden Fall holen werde, ist, also das, wenn ich mir noch ein nächstes Add-on holen werde, dann würde das wahrscheinlich Reinhausen werden. Weil einfach generell, weil es einfach viel bietet und ja, für den Preis kann man da im Gegensatz zu den anderen Add-ons halt tatsächlich gar nichts sagen. Das ist schon in Ordnung so. Ja. Gucken wir mal. Ach ne, jetzt geht schon weiter, scheiße. Oh, wir müssen am Alheim Hauptbahnhof. Ha, nächste Haltestelle ist Alheim Hauptbahnhof. Ha. Das wird jetzt die lustigste Stelle des Videos. Ich könnte mir vorstellen, dass jetzt gleich hüpfender Bus kommt. Und. Und. Also mit dem Gelenkbus würde ich mich jetzt hier nicht in der Aufnahme trauen rumzufahren. Ganz ehrlich, das wäre mir ein bisschen zu heikel. So. Einmal nach hier. Ich weiß aber auch nicht, woran das liegt. Eigentlich dürfte mein PC damit keine Probleme haben. Muss mal gucken, woran das liegen könnte. Ja, ist ja gut. Weil mehr als 4 GB kann OMSI eh nicht an RAM aufnehmen und ich habe 8 GB, das ist gar kein Problem. Meine CPU ist eigentlich auch soweit in Ordnung. Von der Leistung her meine ich jetzt. Hallo. Und, ja. Scheiß jetzt. Ja, geh doch raus. Danke. Mach mal kurz den Moment. Obwohl, nee. Wir haben jetzt eine Ampel vor uns noch. Kann sein, dass die uns jetzt noch Zeit kostet. Ja. Was soll ich sonst noch sagen? Achso, ja, genau. Ich kann mir nicht vorstellen, dass da meine Festplatten was mit. Irgendwas, dass das damit zusammenhängt. Na, natürlich, wenn OMSI auf einer SSD installiert wäre, wäre natürlich geiler, aber. Ich weiß nicht, wie ich das machen soll, weil mein Steam-Ordner oder mein Steam komplett ist auf einer HDD installiert. Und ich weiß nicht, also das wird ja über Steam gemacht, deswegen weiß ich jetzt nicht, wie ich das machen soll, wie ich nur OMSI halt praktisch auf die SSD bekommen soll. Da habe ich keinen Plan, ob das irgendwie funktionieren tut. Oh, ich habe mit schlimmerer Performance jetzt hier am Hauptbahnhof gerechnet. Aber ich traue mich trotzdem nicht, das glaube ich, das mit einem Gelenkbus zu machen. Das ist nämlich schon sehr waghalsig dann. Jetzt langsam könnte die Ampel aber wieder grün werden, ne? Aber Leute, was habe ich euch gesagt? Die Ampel kostet uns Zeit. Genau das ist das, was ich gerade gesagt habe. Das nächste dürfte aber nochmal unsere umschlagen, oder nicht?
Ne, es ist die erst umgeschlagen. War gar kein Problem. Kommt ein NG. Oder ein NL. Ein NG. So. Huch, das ist schon ein bisschen zu schnell. Ehrenhainstraße. Ist das eine andere Straße? Kommt doch normalerweise immer Bernauer Platz. Bin ich jetzt falsch abgebogen? Scheiße, ich hätte gerade ausgemusst. Dann Vollbremsung, sorry Leute. Ja toll, muss ich mich jetzt da hinten drehen. Tut mir leid, Passagiere, es tut mir leid. Da muss ich mich jetzt ein bisschen auf die Tube drücken und mal ein bisschen auf die Seite des Illegales begeben. So, einmal auf die ganz linke Spur. Einmal zum Link abbiegen. Und dann, ah ja, hier ist extra so eine Spur zum Drehen. Das ist ja perfekt. So, ist sich perfekt. Hat sich funktioniert. So. Jetzt da hinten noch links abbiegen, dann haben wir das. Nein. Nein. Nein, nein, nein. Zack. Ehrenhainstraße, das ist doch schon mal richtig. Zack. So. Ach kommt Leute, da fahren wir noch drüber. So schnell schlagen die eh nicht um die Ampeln. Ja, ich weiß, dass es sehr niedrig ist. Nein, diesmal nicht. Nächstes Mal vielleicht. Gucken wir mal. So. Ui, was ist denn hier los? Knoten oder was? Ja, fahrt doch, Jung. Fahrt doch. Geht das mit Trick 17? Ne, geht nicht. So. Ne, geht nicht. Schade. Dann fahren wir mal links dran vorbei und tschüss. Ja, manchmal muss man was tun, was eigentlich nicht richtig wäre. Ehrenhainstraße. Ne, stimmt nicht. War ich jetzt doch falsch? Wo muss ich denn hin? Hä? Bin ich bekloppt? Hö. 158. Doch, links rum. Lass mich verappeln. Ey, da kann ja jetzt nicht wahr sein. Nochmal drehen. Ehrenrunde. Huch. Wo stand der PKW da vorne erst? Gut. Gut, dann jetzt aber mit Vollgas. Schon 2 Minuten zu spät. Na, egal. Wo ist denn diese Ehrenhainstraße? Die kenne ich gar nicht. So, die stehen immer noch hier. Und zack. So, ist sie noch grün? Ne, ist natürlich nicht grün. Das gefällt mir aber jetzt gar nicht, dass hier so, dass ich mir jetzt hier so vertan habe. Oh, schon 3 Minuten, Leute, das geht gar nicht, das geht gar nicht. Boah, vor allen Dingen auf der anderen Map ist das ganz schlimm. Ich gerade eben meinte, wo ihr den Vergleich gut sehen könntet, aber auf der Map ist das richtig schlimm mit den Verspätungen.
der Fahrplan so dermaßen eng eingehalten, also eng einzuhalten. Kollegen begrüßen. Da. Das ist einfach fast unmöglich, ist das. So, jetzt drücken wir auch ein bisschen auf die Tube. So, 3 Minuten. Moment. So. Ich wusste gar nicht, dass hier diese Haltestelle anders heißt. Ehrenstraße wusste ich gar nicht, tatsächlich. So, tut mir leid, Milady. Hatte mich gerade eben vertan. Jetzt muss ich aber zum Bernauer Platz. So, und die bleibt mir jetzt noch grün. Kollege. Und 58 in 70 Metern rechts. Okay. Du musst schon mal blinken an, ne? Was für eine Straße? Nee. Muss noch Bernauer Platz. Oh. Zack. 158. Will keiner mehr mit, sondern nur einer raus. Ah, einer ist gut. Zack. Ja, doch, tatsächlich nur einer. Jetzt sind wir viel zu spät hier. Das geht nicht. Komm, lass mich fahren. Huch, ah, sorry. Ich habe Verspätung, ich muss jetzt fahren hier. So. Herzogstraße, richtig. Ja, das ist doch Herzogstraße. Richtig. So. Einmal hier noch Passagiere rauswerfen. Das waren alle. Ah, da ist sogar noch eine Dame. Die hat sich noch getraut, drin zu bleiben. Bei meinem Fahrstil. So, jetzt einmal links rum. Jetzt werden wir natürlich noch später. Ich sehe ja gar nichts. Ja, toll. Toll, da sehe ich auch nichts. Ja, noch grün. So. Jetzt muss ich jetzt nach links. Ja, ne? Muss links rum. Ja, ich. Toll. Ich darf fahren, oder was? Dann sneaken wir uns jetzt einfach mal hier vorbei. Psst. Zack. Wuppertaler Straße. Das ist richtig. So. Will der mit? Nein, der will nicht mit. Die Dame wollte aber raus. Ach nö, jetzt ist die Ampel dann noch rot. Ich mag keine Ampeln. So. Boah, ist ja noch schlimmer gerade mit der Performance. Das geht ja mal gar nicht. Titri. So, ich darf fahren. Ich komme bei die Ecke eh nicht rum, weil der Verkehr mich eh nicht durchlässt. Haha. Bescheuert. Keiner mehr Zeit heutzutage, auch im echten Leben. Habe ich heute auch schon wieder gesehen. Also ich habe ja inzwischen selber einen Führerschein, Leute. Das habt ihr wahrscheinlich auch nicht mitbekommen. Und ich darf auch noch nicht alleine fahren. Aber das ist einfach krass. In Deutschland oder generell auf der Welt haben keiner mehr Zeit. Und
Habe ich jetzt den Motor ausgemacht? Nee, jetzt habe ich den Motor ausgemacht. Das ist also auch, aber Deutschland hat auch keine Zeit mehr, keine Leute für alles, keine Ahnung. Es ist einfach krass. Es ist. Jetzt haben wir fast 5 Minuten. Jetzt haben wir 5 Minuten Verspätung. Das geht doch nicht. Kann doch nicht sein. Naja, gut. Aber. Achso, ich muss wahrscheinlich als 158, genau, muss ich rein. Im Vergleich zum echten Leben gehen 5 Minuten teilweise sogar noch. So. Zack. Einmal abladen und viel zu spät. Siehste? Wo war Bernhard, aber Platz war viel zu spät. Das war noch okay. Ah, ja, okay, weil ich mich gedreht habe. Natürlich. Das erste Mal gezählt. Ja. Was spielst du jetzt verrückt hier? Bist du bescheuert? Nee. Pausenplatz. Achso, ich muss auch zum Pausenplatz fahren. Haha. Ja. Los. Pausenplatz wäre natürlich schlau, dahin zu fahren. Aber nicht durch der Waschanlage, ne? So, einmal hier. Pause 158. So. Zack. Jetzt aber kann ich den deaktivieren. Zack. Das automatische Kneeling mal deaktivieren. Motor aus. Machen wir mal Licht an. Licht aus. Licht aus. Heizung, beziehungsweise das, was ich dachte. Oh, wir haben tatsächlich 3-4 Grad gewonnen. So. Mal komplett alles wieder auf Anfang stellen. So, dann noch das Dingens hier wieder. Da machen wir alles weg und machen 0. Eingabe fehlerhaft, das ist klar, das ist mehr logisch. Ziel 00. Ach Quatsch. 001. Zack. Betriebsfahrt. Dies ist korrekt. Da auch. Ja. So, dann haben wir das Licht noch aus. Das Licht, die Elektronik aus. Und dann würde ich sagen, Leute, war es das von dieser Folge auch schon wieder? Ich würde sagen, falls euch gefallen hat, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Falls nicht, lasst auch einen Daumen nach unten da. Das ist mir eigentlich relativ egal. Ich sehe, es ist halt konstruktive Kritik für mich. Ja. Ansonsten melde ich mich dann demnächst mal wieder mit einer Folge und ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis dahin. Tschüss und bis zum nächsten Mal.